So Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Fulky Plays. Und heute, meine lieben Freunde, gibt es ein Full Icon SPB. Also ich lerne nicht aus meinen Fehlern, Freunde. Ihr denkt jetzt, ja, ich werde aufhören mit SPBs und so wegen den ganzen krassen Discards ganze Zeit. Nein, ich lege nochmal einen drauf und wir machen ein Full Icon SPB gegen, und dann auch nicht mal so gegen einen Seko oder so, Freunde, sondern direkt gegen einen E-Sportler. Grüße gehen raus an Fabio, was geht ab? So Freunde, erstmal, bevor ihr das Video weiterschaut, habt ihr schon geliked? Okay, jetzt habt ihr geliked, Freunde. Liked das Video von Fulky auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auf die Aufnahme. Es wird sehr interessant, Full Icon. Also einer kann halt richtig ins Loch fallen so. Ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns die Starspieler an und wir sehen schon, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Ja, Freunde, also wir haben bei Fabio auch was aufgenommen. Natürlich auch gerne abchecken, den Like-Button sprengen, wie wir es ja immer sagen, Freunde, natürlich auch bei Fabio. Ansonsten danke für den Support. Wir streamen aktuell auch auf Twitch. Also wahrscheinlich, wenn das Video gerade online kommt, bin ich vielleicht auch live auf Twitch mit der Weekend League, weil wahrscheinlich Freitag ist. Deswegen checkt auf jeden Fall auch Twitch gerne ab. Ich stream vielleicht nur noch da. Nächste Woche wird es einen Dual-Stream mit Epro geben. Das auch alles auf Twitch. Deswegen lasst auf Twitch unbedingt ein Follow da. Wir machen jetzt aber... Wir legen los, oder? Ja, Mann. Let's okay, go. Perfekt. Hier sind zwei Namen. Bei dir die beiden ZMs versuche ich zu snipen. Mal schauen, ob ich irgendwen treffe. Genau, Freunde. Ich habe Ronaldinho im ZOM. Das heißt, wir machen die ersten beiden Spieler die beiden ZMs. Ich habe im linken ZM den guten... Xavi und im rechten ZM habe ich den guten, wen habe ich da, ZDM ist er eigentlich, nein ist er nicht, hä, warte mal, ah, ZOM, lol, WTF, Gattuso. Okay, ich habe Petit und Blanc aufgeschrieben, an Xavi habe ich tatsächlich auch gedacht, aber ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass du nimmst, dann mache ich mal weiter. Bei mir, im rechten Sturm haben wir Van Persie. Und im rechten ZDM Seedorf. Ach, Bruder, ich hab gechoked, Mann. Ja, okay. Ja, selber schuld. Ich hab Dalglish und Okocha aufgeschrieben. Voll behindert. Ich hab ZOM und Stürmer aufgeschrieben, anstatt ZDM und Stürmer. Ja, Jungs, das war's komplett. Wir sehen uns bei den nächsten Spielern. Okay, Freunde, ich halt rein. Die nächsten drei Spieler. Und ich bin gespannt, was Fulky sich hat einfallen lassen. Also, mein linker Stürmer an dieser Stelle ist Wayne Rooney, ja, ganz cool. Linker ZOM Del Piero und linker ZDM Xavi. Mann, ich habe einen Spanier aufgeschrieben da. Guardiola, Okocha und Butra, darf's alle behalten. Stark, Freunde, also ich sag mal so, der Vorteil ist bei Icons, dass ich nichts falsch machen kann beim Teambau. Das heißt, vielleicht habe ich Glück und habe hier ein Full Team diesmal. So. Oh Mann, ich bin echt nicht so gut in SPBs dieses Jahr. Ich muss mich langsam straffen. Ich habe im RM habe ich Okocha, ja. Im Sturm habe ich Samuel Eto'o und im LF habe ich die Maschine Giggs. Boah, ich habe Best, Obermars und Raul aufgeschrieben. Das kannst du auch wieder alle behalten. Also vielleicht wird das ja ein Full-Team-SBB, E-Sportler-Schwitzer-SBB heute. Kann passieren. Safe, Mann. So, Freunde, die nächsten zwei Namen seht ihr hier. So, ich Außenverteidiger ist natürlich gefährlich, Freunde, bei Icons. Deswegen bin ich mal so ein bisschen, ja, nicht so gut eigentlich gegangen. Petit in der linken Verteidigung und in der rechten Verteidigung die andere Pace-Maschine, Carles Puyol. Okay, krass. Also ich habe halt den schlauen Move gemacht und habe zwei Spieler genommen, die in Links- und Rechtsverteidigerposition haben. Zanetti und Petit. Das heißt, einmal ein Bronze-Torwart auf der Seite, wo Eusebio gerne mal zum Fulky-Ball ansetzt. Und das ach, scheiße, Mann. Jetzt kommt es mir erst. Ich spiele ja gegen Fulky, wenn ich an diese Bälle denke. Bro, ich hast du schon Lust drauf, oder? Ja. Okay. Dann halte ich mal rein. Linker Verteidiger. Linker Verteidiger Roberto Carlos und rechter Verteidiger Cafu. Ach, scheiß drauf. Zambrotta und Zanetti. Mein Gott. Stark, das gefällt mir, Freunde. Also, es sieht gut aus. Die letzten drei Positionen sind jetzt ausschlaggebend. Wie? Schreibt es in die Kommentare, Freunde. Dann, Freunde, kommen wir zu meiner Innenverteidigung und zum Torwart. Und das ist natürlich ganz, ganz gefährlich, Freunde. Da darf nichts gesniped werden. Ich habe in der linken Innenverteidigung Hierro Hero, in der rechten Innenverteidigung Coman und im Tor, und jetzt habe ich wirklich Angst, Schmeichel. Ich habe Blanc, Casillas und Kömann aufgeschrieben. Das heißt, auch da einmal ein Bronzespieler rein. Und das hört sich doch gut an. Ich war Mann. Weiter.
Mach weiter, ich mach, ja. Ich mach weiter. Also bei mir Kömmern, Vidic und im Tor hab ich Cech. Ja, Freunde, das war's. Ich hab Schmeichel, Ferdinand, Desailly. Und jetzt geht's nur um eine Sache, und zwar Schadensbegrenzung. Ronaldinho darf nicht gesniped werden. Oh mein Gott, Freunde, es geht los. Ich lade Fabio ein, bis gleich. Dann auf geht's. Let's go. Hallo, wer ist es? Hey, will der mich verarschen? Wer ist es? Hast du gesehen, wie er den Ball mitnimmt und wie er dann verspringt? War das der hier? Nein, das war er. Jero. Ey, der ist auch Bronze. Und da ist Rooney durch. Torwart? Irgendwas? Irgendjemand? Torwart? Eusebio. 2-0, 12. Ich kann nicht. Ich habe in der Viererkette zwei Bronzespieler. Ich komme nicht ansatzweise hinterher. Was sagst du eigentlich zum Patch? Bro, geht. Ich find's eigentlich nicht schlimm, den Patch. Ja, ich merk's. ich merk's. Warum die Leute sagen, dass R1X besser gepatcht wurden, weiß ich auch nicht. Warum lachst du, hä? Ich schwöre, bei mir gehen die R1X besser. Ich glaube, ich hab das Update noch nicht. Bei mir gehen die einfach ganz normal. Ich check gar keinen Unterschied. Bro, ich muss auch sagen, du bist auch dreckig. Du gehst immer über meine Bronzespieler. Jeder Angriff. Ja. Weißt du, es gibt so welche, die snipen Spieler weg und dann denken sie sich, ja, okay, ich chill ein bisschen so, weißt du? Ja. Das Ding ist halt aber auch, also ist ja auch schwer für dich, ne? Ist jetzt. Nein. Nein, du machst doch gut. Also da so mit zwei Bronze in der Abwehr, Freunde, ich weiß ja selber, meistens bin ich in der Rolle von dir, ne? Muss ich sagen, deswegen kann ich mich da gerade gut mit identifizieren. Was ist denn das? Hör, was passiert hier? Das Ding ist, du hast nicht nur Bronze hinten, du hast dann auch noch so einen Hierro. Was will der denn? Weißt du, was ich meine? Was will der machen? Bruder, hier und rechts steht Puyol, was soll ich dir erzählen? Ronaldinho! Aber ich mach auch kein Tor. Also mein Torwart ist aber auch on fire. So. Boah. Oh, ja, gut gemacht. Da nochmal rüber spielen. Oh, wie geil Ronaldinho anläuft. Ja, perfekt. Komm, warte, komm, ich lass den. Ich lass den Torwart da. Ja, okay. Auf Ehrenbasis, Freunde. Ja, das macht er gut. Let's go! Ronaldinho! Aber auch Ehrenmann Fuki in die Kommentare, Freunde. Ganz klar. Extra Torwart nicht verstellt und so. Let's go! Als ob der jetzt zurückkommt, oder? Ja, ich kenne das. Nein. Nein. Bruder, wie viel du mit Flanken arbeitest, ist... Hey! Ach bitte, hör auf, Mann. Oh mein Gott, ich flank dreimal hin und her. Am Ende einfach in der Mitte einer von dir, der hatte keinen Bock mehr. Der hat sich gedacht, komm, reicht jetzt auch. Wie geil, ey. Weiß ich nicht, ob die R1X-Pässe gepatcht wurden. Weiß ich nicht. Spiel. Einfach Spiel. Hoffentlich stoßt du alle ab, Mann. Jetzt drück ich auch noch aus Versehen auf Pause. Ja, GG, auf jeden Fall. Freunde, das war's hier mit dem Spiel. Fabio steht jetzt um. Wir beruhigen uns vielleicht kurz und dann geht's weiter, ihr wisst Bescheid. So, Freunde, also Fabio hat umgestellt. 4-3-3, die vierte. Fabio, geht's dir? Wie geht's? Alles gut, hoffentlich? Also, ich weiß, FIFA, nimm das nicht zu ernst. Im Endeffekt, was würdest du da machen mit zwei Bronze in der Abwehr?
6 Discards. Ich will nichts Gutes treffen, also sage ich euch, wie es ist. Wir nehmen einmal den IV, also wir nehmen beide IVs. Wir nehmen den Torwart. Wir nehmen alle drei Mittelfeldspieler. Ja, also, ja, du hast Ronaldinho nicht getroffen, das ist schon mal gut. Okay, das freut mich auf jeden Fall. Du hast Xavi. Okay. Du hast Giggs. Also ich stoße die alle ab, oder? Also ich weiß nicht. Außer nee, du hast gib die in die SPC am besten, weil also ich habe nichts dagegen, aber die Leute da draußen werden was dagegen haben. Ja, okay, ja. Dann gebe ich die schon in der SPC. Ich habe jetzt zwei schon abgestoßen, der eine war eh untrade. Ein Bronzespieler, Gattuso, Schmeichel und Samuel Eto'o, der kostet 880.000. Also macht in Summe locker über eine Mio Verlust. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns dann bei der SBC. Tut mir leid, diesen einen Spieler habe ich jetzt schon abgestoßen. Ich hau die anderen in die SBC und dann stoßen wir die ab. So, Leute, wir haben hier die SBC. Ich habe mich beruhigt. Es tut mir leid für den Rage. Die Leute, die mich kennen, wissen eigentlich, dass ich eher ein ruhigerer bin, aber manchmal muss man einfach auch seine Emotionen frei auflassen. Ich habe mich beruhigt. Ich gebe jetzt die drei Icons ab. Den Bronzespieler gebe ich jetzt hier nicht ab. Den habe ich abgestoßen. Und wir sehen einfach das Positive. Wir haben jetzt hier ein 85 plus Stürmer-Pack. Zum Toti werde ich das dann einfach ziehen. Und dann ziehe ich einfach ein Team of the Year. Und dann ist alles auch wieder gut. Und deswegen würde ich sagen, war eine wundervolle Aufnahme. Also Freunde, ganz wichtig, checkt gerne den Link ganz oben in der Videobeschreibung für Fabio ab. Lasst dort Support da, wir nehmen jetzt auch was für ihn auf. Und ansonsten sprengt hier den Like-Button, lasst ein Abo da. Wie gesagt, ich streame auch auf Twitch. Ansonsten will ich auch gar nicht so viel labern. Ich versuche regelmäßig jetzt hier auch Videos zu bringen. Dafür die Streams dann halt auf Twitch. Kommt einfach alle mit rüber. Passt auf euch auf, bleibt gesund, haut rein und ciao.